Mitarbeiter zu motivieren, die, sagen wir mal, sehr lange im Unternehmen sind und schon seit 30 Jahren plus im Verkauf sind. Dazu zu motivieren, Social Selling zu betreiben. Klar geht das. Los geht's. Also, im Englischen würde man sagen, it's simple, but it's not easy. Und das stimmt auch. Es ist simpel, aber es ist nicht ganz so einfach. Ich möchte Ihnen gerne kurz erzählen, wie Sie es einfach gestalten können und wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bewegen, Social Selling mit Ihnen gemeinsam zu betreiben. Ich weiß, was Sie jetzt sagen werden. Ja, meine Mitarbeiter kommen aber, das brauchen wir nicht, das ist doch nur Katzenvideos, wir haben das doch schon immer anders gemacht, jetzt dürfen wir doch endlich wieder verreisen, warum soll ich mich da hinstellen und irgendwas bei LinkedIn posten, das ist doch Quatsch, ich muss zum Kunden rausfahren. Oder, habe ich auch neulich wieder gehört, ich habe hier meine Telefonliste, die telefoniere ich alle ab. Wow. Natürlich können Sie auch hingehen und sagen, ja, kannst du machen. Wir hatten auch früher Pferde. Wir können uns also neue Sattel irgendwie besorgen und dann losmarschieren und versuchen auch da irgendwie was zu erreichen. Tendenziell wird das aber in die Hose gehen, buchstäblich. Also können wir sagen, statt einen Sattel zu kaufen, kaufen wir uns doch lieber einen Tesla. Kommen wir von A nach B deutlich schneller, komfortabler und viel relaxter. Zuerst müssen Sie Folgendes verstehen. Das Gehirn, sehr vereinfacht dargestellt, das Gehirn funktioniert folgendermaßen. All das, was wir kennen und was wir können, das finden wir gut. Alles, was neu ist, alles, was anders ist, da versucht uns unser Gehirn davor zu schützen, weil es könnte ja was Böses sein, es könnte uns wehtun, es könnte irgendwie mit Aufwand verbunden sein. Und immer dann, wenn etwas mit Aufwand verbunden ist, versucht uns das Gehirn davon abzuhalten. Wer es nicht kennt, der denkt vielleicht nochmal daran zurück, dass man sagt, ich werde jetzt dreimal pro Woche Sport machen. Am Ende des Tages schafft man es vielleicht einmal pro Woche dran zu denken und das war dann auch schon viel. Warum? Weil natürlich Sport damit verbunden ist, Aufwand und Kraft und man muss sich überwinden und der innere Schweinehund und die Couch ist so fürchterlich gemütlich. Kenne ich, auch dafür gibt es übrigens Mittel und Wege. Kontaktieren Sie mich, dann erzähle ich Ihnen wie. Aber das tut jetzt erstmal nicht zur Sache. Was wir also nutzen können, ist dieses, dass das Gehirn Dinge mag, die wir schon kennen und Dinge mag, die wir können. Das heißt für Sie relativ einfach, nutzen Sie das für Ihre auch vielleicht etwas situierten Kollegen, dafür, dass Sie sagen, okay, wir machen, statt zu sagen, wir werden jetzt ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und wir werden uns jetzt auf Social Selling konzentrieren und da ist die Zukunft, das ist alles zu weit weg, das versteht das Gehirn nicht. Ja, so funktionieren wir einfach nicht. Wenn wir aber kurzfristige Klamotten zusammenstellen und in Aussicht stellen, sowas wie, so Leute, wir werden jetzt die nächsten 2 Wochen oder von Woche X bis Woche Y gibt es eine Challenge, gibt es eine Herausforderung, gibt es einen Wettbewerb. Nennen Sie es, wie es für Sie und Ihr Unternehmen passt. Wirklich nur 14 Tage. 14 Tage ist etwas, was das Gehirn schnell verarbeiten kann, wie ein Big Mac. Ja? Der geht schnell rein, geht schnell durch. Man hat irgendwie einen fürchterlichen Nachgeschmack zugegeben. Wer hat es denn noch nicht gehabt, dass man auf der Autobahn sitzt und sagt, oh, ich könnte natürlich einen Salat jetzt essen, aber ich esse natürlich den Big Mac. So, und was bedeutet das für Sie? Gehen Sie zu Ihren Mitarbeitern hin, ein kleines, beim nächsten Meeting, wo auch immer Sie dann zusammen sitzen und sagen, so, wir machen von Zeitraum X bis Zeitraum Y, das sollte auf gar keinen Fall länger sein als 14 Tage und auf gar keinen Fall kürzer. Wirklich diese 14 Tage, ich erkläre auch gleich warum. Machen Sie 14 Tage eine Challenge. Sagen, wir werden jetzt jeden Tag, soll jeder bei LinkedIn 4 Kommentare hinterlassen und 10 Likes. Weil wenn Sie einen Zeitraum definieren, also diese 10 Tage, dann die Anzahl der Likes und die Anzahl der Kommentare, kann das Gehirn das sehr gut einordnen. Jeder in diesem Raum, egal ob Sie mit 5 Mitarbeitern zusammensitzen, mit 10 oder mit 100, jeder in diesem Raum kann sofort sich was darunter vorstellen und wird auf der Stelle, in der Sekunde, wo Sie es aussprechen, denken Sie an den rosa Elefanten, wird sich sofort vorstellen können, wann werden Sie es machen, wie werden Sie es tun, etc. Das läuft unbewusst ab, da können die Kollegen auch gar nichts gegen tun und Sie auch nicht. Aber dann sind Sie schon in einem Modus von, wie werden Sie es umsetzen. Sie können Ihren Mitarbeitern auch vorschlagen, dass Sie sagen, so morgens von 8 bis 8.30 Uhr, von 37 bis 8 Uhr treffen wir uns virtuell und wir machen das gemeinsam. Gemeinschaftliche Aktivitäten führen dazu, dass andere, also dass alle anderen, die vielleicht eben nicht an dieser gemeinschaftlichen Aktivität teilgenommen haben, mitmachen wollen. Keiner will sich irgendwie ausgegrenzt fühlen. Das heißt, nehmen Sie sich, auch wenn Sie ein kleines Team sind, sagen Sie mit Herrn X und Frau Y und Herrn Z,
Da werden wir uns jeden Morgen um 7:30 Uhr treffen oder um 7:45 Uhr. Wir werden nur 15 Minuten dran sitzen mit einer Zeituhr. Und in dieser Zeit machen wir nichts anderes als die Anzahl der Kommentare und die Anzahl der Likes. Buff. Am Ende der 10 Tage gewinnt derjenige, der die meisten Profilbesuche hat. Oder der, was auch immer es ist, was Sie auch für eine, für ein, für eine Belohnung irgendwie austeilen wollen. Meiner Erfahrung nach ist das so, wenn Sie sagen, die Anzahl der Profilbesucher bei LinkedIn, erstens können Sie es sehr gut nachvollziehen und zweitens wird, das garantiere ich Ihnen, innerhalb der ersten 5 bis 7 Tage sowas wie ein richtig gesunder Wettbewerb bei Ihren Mitarbeitern auch anfangen stattzufinden. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kollegen mit Spaß an der Sache bleiben, also dass Sie sagen, hey, ich habe schon, also streuen Sie dann auch die entsprechenden Informationen. Ich hatte gestern schon 10 Profilbesucher, ich hatte gestern 5 Profilbesucher, oh Mensch, morgen werde ich aber noch mehr schreiben. Wenn Sie daraus eine Herausforderung machen, die ein Stück mit Spiel verbunden ist, aber nur ein bisschen, weil die gut situierten Kollegen, die sind nicht so für Spielen, das verstehe ich, das ist okay, das ist fein, aber das müssen wir nutzen. Also die Motivation rührt daher zu sagen, ich will nicht der Letzte sein, ich will kein Außenseiter sein, 14 Tage ist etwas, was ich überblicken kann, die paar Likes, die Kommentare, das schaffe ich locker. Was passiert danach? Danach hat unser Gehirn nach 14 Tagen festgestellt, bei etwas, was wir täglich gemacht haben, es tut nicht weh, es ist nicht mehr neu. Es ist nichts mehr, was in irgendeiner Form so viel Ressourcen kostet, dass uns das Gehirn davor irgendwie bewahren werden wird. Und mit etwas Glück hat es so viel Spaß gemacht, dass das Gehirn sogar sagt, okay, ich kann es mir noch mal vorstellen. Das bedeutet für Sie, versuchen Sie diesen Weg zumindest ein Stück weit, damit Sie schauen können, wer von Ihren Kollegen ist wirklich einfach eine Krawallbürste und will nicht und kann nicht und möchte nicht. Da würde ich Ihnen sowieso empfehlen, ein ganz anderes Gespräch zu suchen. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie 5 Kollegen, sagen wir mal, Sie hätten 5 Kollegen, so anfangen, wird einer mit Sicherheit sagen, ist alles scheiße, den gibt es immer. Und 2, mindestens 2, wenn nicht sogar 3, werden sagen, ach, eigentlich ist das ja gar nicht so doof. Wie Sie von da aus weitermachen, wenn Sie die erste Hürde genommen haben, damit ist natürlich noch keine Waschmaschine gewonnen, das ist mir klar, und insbesondere auch kein Kunde. Ab da müssen Sie natürlich die entsprechenden Schritte einleiten, um auch in Social Selling professionell einzusteigen. Das Wichtigste haben Sie aber schon geschafft, nämlich diesen Ablehnungsmodus zumindest so zu muten, dass er nicht mehr stört. Kommende Woche werde ich ein Video veröffentlichen, wie man weitermachen kann. Das heißt, hinterlassen Sie mir jetzt bitte ein Like, damit, wenn Sie das nächste Mal bei YouTube sind, YouTube Ihnen sagt, hallo, schau mal, Mariana hat das nächste Video schon veröffentlicht, kannst du es dir gerne anschauen. Sie müssen also nicht irgendwie abonnieren, wenn Sie nicht wollen. Na klar, freue ich mich auch darüber, aber Sie müssen nicht. Der Like, den empfehle ich schon auf jeden Fall. Und wenn Sie noch mehr Hacks, Anleitungen, Tipps haben möchten, gehen Sie rüber auf meine Webseite www.sometra.de/wissen. Da habe ich unfassbar viel Material für Sie zusammengesammelt. Alles kostenlos, können Sie sich runterladen, können Sie sich anschauen, können Sie teilen. Sie können mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen und mir sagen, Mensch, Frau Traxel, ich hätte gerne ein Video oder eine Anleitung zu X oder Y. Ich nehme und lese jedes dieser Beiträge und Kommentare, nehme sie sehr, sehr ernst und versuche sie dann auch umzusetzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Wiedersehen.